Bürgermeisterin der Stadt Hamburg, gleichzeitig Senatorin für Wissenschaft, genau, nehmen Sie gerne gleich mit, Forschung und Gleichstellung. Ganz herzlich willkommen, Frau Fegebank, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Auch begrüßen möchte ich Anja Reschke, sie ist Journalistin beim NDR und leitet dort den Bereich Innenpolitik. Ganz herzlichen Dank, dass auch Sie gekommen sind, Frau Reschke, wir freuen uns, dass Sie da sind. Professor Wolfgang Schulz, er ist Direktor des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung hier an der Universität Hamburg, gleichzeitig Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission. Schön, dass Sie hier sind, Herr Schulz. Und last but not least möchte ich begrüßen Johannes von Donani. Er ist Autor und freier Journalist für ganz etliche Medien, die ich nicht alle aufzählen kann, aber dennoch einige nennen möchte, für den Stern, die ARD, für Spiegel TV und viele, viele weitere. Ganz herzlichen Dank, dass auch Sie heute gekommen sind, Herr von Donani. Frau Reschke, wir haben es gerade gesehen, es spaziert eine junge Frau in den Newsroom. Wie oft kommt das denn eigentlich vor, neben einer Journalistin, dass Regierungsgeheimnisse übergeben werden oder man von diesen erfährt? Das würde mich auch interessieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Journalisten hier im Raum sind, aber das ist wahrscheinlich das, was sich jeder träumen würde, dass er da mal sitzt und es kommt jemand und legt einem die brisanten Papiere auf den Tisch. Ich glaube, das kommt wirklich selten bis nie vor. Allerdings, wenn man zum Beispiel zurückdenkt an die Geschichte mit Snowden, der hat sie ja nicht direkt auf den Tisch gelegt, sondern er hat ja immer wieder sich gemeldet und gesagt, man muss sich ein Verschlüsselungsprogramm Herr Greenwald sollte sich ein Verschlüsselungsprogramm holen. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er akzeptiert hat, dass es kein Verrückter ist, der ihm irgendwas schickt. Weil man kriegt schon viel geschickt als Journalist, muss man dazu sagen. Aber da ist natürlich auch viel dabei, was jetzt leider nicht die brisanten Regierungspapiere sind. Aber da hat er natürlich auch ein riesen Konvolut an brisanten Akten bekommen. Von daher, tatsächlich gibt es das. Gibt es denn Versuche der Einflussnahme in Ihrer Arbeit seitens der Politik, die Sie schon erfahren haben, und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Das ist so eine sehr große Frage für so ein Thema, was ja jetzt gerade sehr heiß diskutiert wird immer. Also ich muss immer ehrlich sagen, dass ich das persönlich nie erlebt habe. Es gibt sicher Politiker, die sich ärgern und die einem das auch deutlich sagen und die einem vielleicht nie wieder ein Interview geben, weil sie sagen, nee, mit dem oder mit der nicht mehr. Aber das, was sich viele Menschen vorstellen, dass die Regierung oder Regierungsmitglieder oder Landesregierungsmitglieder anrufen und versuchen, einen zu beeinflussen, habe ich nicht erlebt. Allerdings muss man dazu sagen, dass es diese Zeiten gab. Also auch der Norddeutsche Rundfunk war davor nicht gefeit. Im Gegenteil, so in den 70ern, 80ern ging das schon sehr hoch her. Und da haben Staatskanzleien, also wenn ich mit Vorgängern von mir gesprochen habe, haben die schon erzählt, wie gerade in den 60ern und 70ern auch, als natürlich die Monopolstellung vom Fernsehen natürlich noch viel größer war, noch in den einzelnen Zeitungen, natürlich massiv versucht wurde, Einfluss zu nehmen, und das jetzt gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch durch die Besetzung der Gremien damals, gerade so der Streit zwischen CDU und SPD natürlich massiv war, und da wurde einfach auch über Personal versucht, Einfluss zu nehmen. Also es mussten zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Sendung Panorama denke, bestimmt 5 oder 6 Panoramaleiter gehen aus politischem Druck. Aber wir reden da halt echt von den 60ern, 70ern, und das wurde dann schon Ende der 80er mit Kündigung des Staatsvertrags und Neuaufsetzen behoben. Und seitdem, also seitdem ich beim NDR bin, das sind jetzt auch schon fast 20 Jahre, habe ich es noch nicht erlebt. Wunderbar, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für Deutschland. Herr von Donani, an Sie die Frage. Wir haben jetzt im Film erlebt, wie Diskussionen auch verlaufen zwischen den Journalisten einer Redaktion und gleichzeitig den Herausgebern eines Blattes. Haben Sie sowas schon mal erlebt, dass es Geschichten gab, wo jetzt hier im Extremfall der Ruin eines Blattes auf dem Spiel stand, aber vielleicht auch im kleineren Sinne tatsächlich ein wirtschaftlicher Schaden durch eine Berichterstattung erfolgen könnte? Und wenn ja, wie läuft sowas ab mit so einer Redaktion? Tinseltown, Hollywood ist wunderbar. Es läuft natürlich so nicht, aber auf jeden Fall nicht zwischen den Eigentümern und der Geschäftsführung und den Trüffelschweinen, den Journalisten, diejenigen, die nur also die Geschichten ran. Mikro. Gut, also was passiert ist, dass man eine Geschichte bekommt oder man glaubt, eine Geschichte bekommen zu haben.
Man geht damit natürlich zu seinem Chefredakteur und sagt, ich glaube, ich habe was. Und dann muss man das, soweit es geht, an diesem Punkt belegen können. Und dann wird der Chefredakteur sagen, ich gehe mal ein Stockwerk höher. Aber das, was wir jetzt eben so gesehen haben, 40, 50 Journalisten, die mit dem Chefredakteur und der Herausgeberin auf der anderen Seite irgendwie am Telefon sind und reden, machen und tun, das habe ich so nie erlebt. Das, schön wär's, kann ich nur sagen. Und ich meine, man muss ja auch einfach auch mal ganz ehrlich sein. Das, was Kay Graham da gemacht hat, ist exzeptionell aus mehreren Gründen. Zum einen, weil sie keine eigene große Zeitungserfahrung hatte. Sie kam aus einer Zeitungsdynastie, aber sie hatte keine Erfahrung. Sie war eine Frau, und das ist ganz deutlich geworden hier, wie schwierig es damals war und heute immer noch ist, für Frauen nicht nur in diesem Bereich, aber überhaupt zu reagieren. Und sich dann in dieser Form durchzusetzen, das ist sehr, sehr mutig. Und das ist Kay Graham gewesen. Hier drüben sitzt eine andere, liebe Kollegin, Anja, ist auch so jemand. Dunja Hayali ist auch so eine. Ich wünsche mir manchmal, wir Männer hätten ein bisschen von dem Mut, den diese Frauen beweisen. Wunderbar. Und lieber kommen wir bitte gerne noch zurück. Herr von Donani, eine Frage noch an Sie. Sie standen ja selber mal im Visier von Ermittlungen, sind da hineingeraten. Vielleicht können Sie mal ganz kurz die Geschichte dazu erzählen und auch berichten, ob das Ihre journalistische Arbeit im Anschluss beeinflusst hat. Na, die ganze Geschichte zu erzählen wäre ein bisschen viel, aber ich bekam ein Papier, das ich nicht hätte haben sollen. Das befand auf jeden Fall das BKA und das befand dann Innenminister Schily. Und es ging dabei um eine Analyse, ein Profil des damals wohl meistgesuchten Terroristen, islamistischen Terroristen als Zarqawi, der Mann, der im Irak ganz entscheidend war für die Attentate, nicht nur auf die alliierten Soldaten, sondern rundum einmal. Und ich hatte dieses Papier. Jetzt fragen Sie nicht, ich müsste Ihnen genau die gleiche Antwort geben wie damals Herrn Schily und anderen, woher ich es hatte. Kriegen Sie nicht. Aber wir haben dann zusammengesessen, natürlich mit der Chefredaktion, natürlich mit dem Kollegen Schirrer, der Experte war, der bei mir, ich war Auslandschef und er war dann Auslandskorrespondent. Wir haben gesagt, das ist eine tolle Geschichte. Wir haben das Papier geprüft, soweit es ging. Immer wieder, und wir haben beim BKA angerufen und gesagt, wir hätten gerne ein Hintergrundgespräch. Zwei Gründe. Das eine, wir wollten nichts Falsches schreiben, und dann sage ich auch ganz offen, wir wollten Ermittlungen gegen Al-Qaida und diese Bande nur auch nicht torpedieren. Wir haben das nicht bekommen, dieses Hintergrundgespräch, wir haben angerufen, nochmal gesagt, wir publizieren. Keine Reaktion. Drei Monate später fing es an, dass zuerst Bruno Schirrer so ungefähr alles, was Deutschland an Sicherheitsorganen aufzubieten hat, im Haus stehen hatte. Die waren zufälligerweise mit Leuten vom, nehmen Sie sie einfach alle auf dem Boot vorbeigefahren, einer kleinen Insel in Berlin, und hatten festgestellt, da oben ist ein Fenster offen, da ist Gefahr im Vollzug, und zufälligerweise war es das Haus von Bruno Schirrer, und zufälligerweise hatten sie eine Leiter dabei, und zufälligerweise hatten sie einen Feuerwehrmann dabei, der dann oben einsteigen konnte, der dann runterlief, Gefahrenvollzug immer nicht vergessen, der unten die Tür aufmachte, und auf dem Weg hinunter hatte er ganz viele Papiere gefunden, die Bruno nicht hätte haben dürfen. So. Bei mir standen die Leute 8 Wochen später in der Schweiz, morgens um 5 vor der Tür. Es klingelte das Telefon und ich sagte, ja, und da sei nun also der Staatsschutz, und Sie würden doch gern mit mir reden. Ja, ich komme in 2 Stunden sowieso in die Stadt. Nein, sagen die, wir stehen schon vor Ihrer Tür. Das war ein bisschen peinlich, weil ich exakt 3 Stunden vorher von einer Fahrt nach Deutschland zurückgekommen
gekommen war, wo ich Papiere bekommen hatte, die ich nicht hätte haben sollen. Und in denen dann drin stand, wir, eine Ermittlungsbehörde in Deutschland, haben alles nachgeguckt. Dumm gelaufen, wir können nicht sagen, woher Donani diese Papiere hatte. Und die lagen nun bei mir im Zimmer da und dann kam der Staatsschutz der Schweiz herein. Sie brachten eine nette Kollegin aus Deutschland mit und die hätte so gerne geguckt und so gerne gefragt. Und dann sagten die Polizisten, naja, wir dürfen Sie ja auch nur fragen, ob Sie reden wollen. Ich sage, eigentlich nicht, dann ist es Ihr gutes Recht. Denn die Bundesanwaltschaft in Bern hat der Staatsanwaltschaft in Deutschland einen Brief geschrieben. Hier ist übrigens eine Kopie. Wir in der Schweiz nehmen die Pressefreiheit ernst. Sie vernehmen Herrn Donani nicht. Da war ich sehr dankbar. So, das ist jetzt mal ganz kurz die Geschichte. Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst? Würden Sie sagen, Sie haben jetzt gerade geschildert, journalistische Praxis Ihrerseits war ja zunächst mal Stellungnahmen auch zu ermöglichen. Würden Sie heute anders agieren? Nein, ich würde heute nicht anders agieren. Aber was ich heute wüsste, ist, dass ich Freunde verlieren würde. Denn in dem Augenblick, als die erste Durchsuchung da war, habe ich zu allen meinen Kontakten aus diesem Bereich radikal und ohne Erklärung den Kontakt abgebrochen. Und da waren nicht nur Kontakte, da waren auch gute Freunde dabei. Und natürlich baut man sich dann solche Sachen wieder auf langsam. Mit den Leuten von damals habe ich nie wieder gesprochen. Aber ich meine, ich schicke wichtige Sachen sicherlich nicht per E-Mail durch die Gegend, sondern die gute alte Post ist besser. Wunderbar, auch das haben wir im Film gesehen, wie gedruckt wurde und wie tatsächlich die Druckvorlagen dann in die Druckerei gingen. Frau Fegebank, Hamburg ist bekannt als Medienstadt. Welche Bedeutung hat denn die Presse- und Meinungsfreiheit für eine Stadt wie Hamburg und für die Politik hier? Oh, was für eine Frage. Eine große Frage nach einem so großen Film, der mich richtig angefasst und gepackt hat. Und ich bin die ganze Zeit auch noch am Nachdenken über all das, was wir gesehen haben. Und es ist klar ein flammendes Plädoyer für die Pressefreiheit gewesen. Aber, und da bin ich ganz bei Ihnen, es war auch eine großartige Geschichte einer großartigen Frau. Und auch das, finde ich, ist erstmal ein Wert, den man betonen soll, wie sie sich da reingekämpft hat und dann alle in die Tasche gesteckt hat am Ende. Fand ich ganz großartig. Ja, natürlich erleben wir jetzt gerade überall, vor allem in den USA oder sicherlich auch nochmal durch die Entwicklung in den USA, aber auch, wenn man gar nicht weit guckt, in anderen europäischen Ländern, was es heißt, wenn dieses hohe Gut der Pressefreiheit eingeschränkt wird oder droht eingeschränkt zu werden. Und das lässt einen natürlich nochmal ganz anders und auch mit gewisser Demut auf das blicken, was man selbst beeinflussen kann. Und das gehört natürlich auch dazu in einer Stadt wie Hamburg, die eine traditionelle Medienstadt ist, dass man mit sehr viel Respekt auch umgeht. Und gerade ist erzählt worden, wie vielleicht in den 60er, 70er Jahren politikseitig Einfluss genommen wurde. Sicher, ich ärgere mich auch manchmal über Berichterstattung. Und das ist auch völlig normal. Aber es gehört dazu und das muss man sich immer wieder sagen. Es sind verschiedene Gewalten und die Presse kontrolliert, die Presse informiert. Und die Presse darf sich ganz viel rausnehmen, weil sie meinungsbildend ist. Und natürlich ist man dann manchmal verstimmt, wenn man denkt, wieso, das war doch eigentlich ein ganz gutes Gespräch, das ich da hatte mit der Journalistin oder dem Journalisten. Und wieso schreibt sie jetzt so oder wieso macht er jetzt das? Und ich finde, das gehört dazu und nach einem solchen Film und mit Blick auf die Entwicklung, die wir gerade leider vielerorten erleben, ist das ein wichtiger Appell, der uns auch Mut macht, so zu agieren, wie in dem Film agiert wurde. Ja, vielen Dank für diesen Appell. Herr Schulz, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung mit dem Stand der Presse- und Meinungsfreiheit unter anderem. Wie steht es denn um die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland und in der EU derzeit? Also in Deutschland, das ist ja jetzt auch gerade schon deutlich geworden, kann man im Augenblick sagen, dass wir im Vergleich mit vielen anderen Ländern der Welt wirklich sehr, sehr gute Zustände haben. Alle Rankings, die ich kenne, zeigen, dass Deutschland relativ weit oben ist. Diese Rankings sind zum Teil schwierig nachvollziehbar, aber sind sie im Prinzip alle einig. Also in Deutschland haben wir jetzt nicht ein großes Problem
was das angeht. Ich glaube aber, dass man vorsichtig sein muss, wenn man sich da zu sehr zurücklehnt. Vielleicht nur ein paar Beispiele. Das, was wir hier gesehen haben, ist ja sozusagen der unmittelbarste Eingriff. Der Staat verbietet, dass etwas veröffentlicht wird. Das ist sozusagen der Kern, sozusagen, dass man das als Pressefreiheit abwehren kann. Selbst solche Fragestellungen oder jedenfalls an die Grenzen, da haben wir gehabt vor ein paar Jahren, wenn Sie sich nochmal an die Netzpolitik-Diskussion erinnern. Das war zwar in Anführungsstrichen nur ein Blog, das war keine traditionelle Presse, aber wirft eben die Frage auf, wer eigentlich unter den Schutz der Pressefreiheit fallen muss im Augenblick. Sind das nur natürlich weiterhin die wichtigen Verlage und Rundfunkanstalten, aber das sind möglicherweise auch welche, die im Internet auf andere Weise zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen. Und die hatten auf einmal ein Schreiben vom Generalbundesanwalt auf dem Tisch, in dem es tatsächlich um Landesverrat ging. Ne? Also durchaus sehr vergleichbar mit dieser Situation. Das ist das eine. Das zweite, man kann inhaltlich darüber denken, wie man will, aber die Diskussion, die wir im letzten Jahr hatten über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also das Gesetz, das die Bundesregierung, die alte, noch kurz vor Torschluss sozusagen, vor den Parlamentsferien durch den Bundestag gebracht hat, ist eigentlich von allen, von Verlagen, von vielen sehr, sehr kritisiert worden. Ich hatte selber auch die Chance, da bei Bundestagsanhörungen dabei zu sein und ich fand die Nonchalance, mit der solche Argumente, die was mit Meinungsfreiheit zu tun hatten, missachtet wurden, also darauf nicht inhaltlich eingegangen wurde, schon auch besorgniserregend. Wie gesagt, man kann das Gesetz jetzt insgesamt gut oder schlecht finden, aber man sollte diese Argumente ernst nehmen. Das scheint mir schon wichtig zu sein. Und vielleicht der dritte Punkt, was auch bedeutsam ist, ist natürlich die strukturelle Unabhängigkeit von Presse und auch von Rundfunk. Und das ist noch keine 3 Jahre her, wenn ich es richtig zähle, dass das Bundesverfassungsgericht nochmal über die Staatsferne des ZDF, also einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, entscheiden musste und da klargemacht hat, dass staatsnahe Vertreter hier in den Aufsichtsgremien nicht zu stark vertreten sein dürfen. Das ist jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit Problemen, die Journalistinnen und Journalisten in aller Welt sonst haben, nicht? Das ist völlig klar. Aber diese strukturellen Fragen sind wichtig. Also das vielleicht für Deutschland. Man muss gar nicht weit gucken in Europa, um zu sehen, dass es da deutlich größere Probleme gibt. Viele werden sich erinnern an die Diskussion über die Frage der Abhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Polen beispielsweise. Wenn Sie nach Ungarn schauen, dann sehen Sie, dass es da massive Gesetzesänderungen gegeben hat, die die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten einschränken. Und da sieht man eben auch, dass es ganz unterschiedliche Wege gibt, Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel deckte eine Recherche auf, dass eine Oppositionszeitung in Ungarn über mehrere Umwege von Firmen auf den Seychellen jemandem gehört, der Viktor Orban sehr nahe steht. Und das, wenn einem die Medien gehören, dann braucht man sie nicht zensieren. Das, also auch solche Fragen der Eingriffe muss man, glaube ich, im Blick behalten, wenn man einen Überblick über die Lage bekommen will. Und vielleicht der letzte Punkt dazu und ein Punkt, der ganz wichtig ist, wenn man insgesamt in die Welt schaut und was dieser Film, finde ich, am Schluss auch nochmal sehr deutlich gemacht hat. Menschenrechte, so etwas wie Pressefreiheit, wie Meinungsfreiheit, die sind nur dann was wert, wenn man unabhängige Gerichte hat, bei denen man die auch durchsetzen kann. Und daran fehlt es in vielen Staaten. Nicht? Also die, so glücklich ist jetzt für den einen, wenn auch viel zu spät ausgegangen ist in der Türkei, hat ja für viele nochmal deutlich gemacht, dass die Behauptung wirklich schwer nachvollziehbar ist, dass die Justiz hier völlig unabhängig ist von dem, was die Regierung macht. Und diese Unabhängigkeit der Gerichte ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass Meinungs- und Pressefreiheit real werden können. Vielleicht abschließend noch die Nachfrage. Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Catherine Graham ist quasi aus der Familie in ihre Position reingewachsen. In anderen Blättern sieht das anders aus. Wir sehen auch heutzutage, seit 2013 ist Jeff Bezos eben Herausgeber dieser renommierten Zeitung, der Washington Post, also der Amazon-Gründer, eine ganz andere Konstellation, die sich da heutzutage vorfindet. Wie würden Sie sowas bewerten? Kann das funktionieren? Also erstmal muss man sagen, auch das wird ja in diesem Film deutlich, dass es Zeitungen sind ein wirtschaftlicher Betrieb. Dementsprechend gibt es da auch schon das, was die Amerikaner früher die Trennung von Kirche und Staat genannt haben. Also dass es eine Redaktion gibt, die nach ihren Grundsätzen arbeitet und einen Verlag gibt, der aufs Geld schauen muss. Und natürlich müssen die interagieren miteinander, aber nichtsdestotrotz ist diese Unterscheidung wichtig. Dann kann man sich fragen, ist jetzt wirklich ein großer Unterschied, ob das nun ein
erfolgreicher Unternehmer aus einem anderen wirtschaftlichen Bereich ist oder ob das jemand ist, der aus einer Pressedynastie stammt und vielleicht den Ethos mitbekommen hat. Das scheint mir wichtig zu sein, aber ich glaube, vor allen Dingen wichtig ist, dass diese strukturelle Trennung erhalten bleibt, dass wir also tatsächlich Berufsethos der Journalistinnen und Journalisten haben, die widerständig sind gegenüber Anfeindungen, die in allen möglichen Richtungen aus dem wirtschaftlichen Bereich kommen können. Also das scheint mir erstmal das Erste zu sein. Das Zweite ist natürlich die Frage, gibt es bestimmte Arten von Unternehmen, die vielleicht, weil sie in anderen Feldern Macht akkumulieren, dann noch besonders problematisch werden, wenn sie dann auch noch Zugriff auf Journalismus indirekt haben, in denen ihnen Verlage gehören? Das ist dann eine erstmal zweite Frage. Auf der anderen Seite, auch das ist ja hier nochmal deutlich geworden, finde ich, in dem Film, wichtig ist auch, dass hinreichend viel Geld vorhanden ist, damit dauerhaft Journalismus, auch Recherche, finanziert werden kann. Denn da muss man in Vorleistung gehen, da muss man ein Unternehmen haben, das genug Möglichkeiten hat, auch zu sagen, du kannst mal 2-3 Wochen auf diesem Thema sitzen, selbst wenn dabei später keine Geschichte rauskommt. Und insofern haben wir auch ein Interesse daran, dass Verlage und andere Unternehmen, die Journalismus finanzieren, dass sie strukturell finanziell gesichert sind. Das ist, finde ich, auch durchaus ein Aspekt, der da eine Rolle spielt. Vielen Dank, Herr von Donal. Sehen Sie das in Ihrer Arbeit, diese wirtschaftliche Stabilität, die tatsächlich insbesondere Printblätter ja heutzutage nicht mehr haben, beeinflusst das Ihre Arbeit? Sehen Sie, dass Sie anders recherchieren, vielleicht weniger Zeit für die Recherche haben? Ich sehe, dass es zumindest in einigen Zeitungen eine Trendwende gegeben hat. Wenn ich mir angucke, die Süddeutsche, die zusammen mit dem NDR und dem WDR einen Recherchepool macht, wenn ich mir angucke, was Korrektiv macht, wenn ich sehe, was auf einmal investigatives Arbeiten wieder bedeuten kann und wie das auch abfärbt, dann auf kleinere Zeitungen, dann auf lokale oder regionale Ebene, es tut sich was. Also von daher bin ich nicht mehr so pessimistisch, um es ganz vorsichtig zu sagen, wie ich es vor 2 Jahren noch gewesen wäre, als Geld in der Tat immer die große Frage war, können wir uns das leisten oder nicht. Und ich glaube, inzwischen haben doch eine Reihe von Chefredakteuren begriffen, dass sie es sich leisten müssen, wenn sie überleben wollen. Vielen Dank. Das heißt, zum einen anderer Einsatz von Ressourcen, aber tatsächlich dann auch eben Recherchepools, wo man sich mit anderen gemeinsam hinsetzt und schaut, wie können wir das mit den Personal. Es geht ja gar nicht mehr anders. Es geht doch gar nicht mehr anders. Wir haben natürlich ganz viele Geschichten, die über unsere Grenzen der Stadt, des Landes, unseres Wissens hinausgehen. Und Sie haben Snowden vorhin genannt. Wir können Panama Papers machen. Wir können die anderen, die jetzt gerade erst kamen, Paradise Papers, wie sie alle heißen, die ganzen vielen Gates, die es ja gegeben hat, von denen einige nicht ernst waren, andere waren ernst. Dieselgate betrifft uns gerade sehr wenig. Also das können wir doch national gar nicht mehr lösen. Da kommen auf einmal mehrere 10.000, 100.000 Seiten Papier zusammen, aus Situationen, die wir gar nicht beurteilen können. Also müssen wir international zusammenarbeiten. Und ich finde, da hat es in den letzten Jahren ganz, ganz große Fortschritte gegeben. Und ich würde mir wünschen, dass es einerseits die Politik, Frau Fegebank, aber andererseits auch die Leser mal honorieren würden. Das, was Sie hier vorhin so gesagt haben, würde ich gerne mal auch aus der politischen Seite öffentlich hören, außerhalb eines solchen. Hier ist ja viel Öffentlichkeit. Ne? Ich habe auch schon einige Kollegen hier sitzen sehen. Vielleicht erreicht es ja so die echte Öffentlichkeit. Frau Raschke, von Donani hat es gerade angedeutet, die Art zu recherchieren hat sich in den letzten Jahren vielleicht auch ein wenig geändert. Wie gilt das für Sie und für den NDR und der Bereich? Ich muss da noch mal was anderes zu sagen. Also ich glaube auch, dass wenn man, weil ich meine, der Unterschied jetzt zu dieser Zeit ist natürlich, wir haben es ja heute mit einer vollkommen anderen Öffentlichkeit zu tun. Das heißt, überhaupt Öffentlichkeit zu erreichen und so einen Skandal quasi an Menschen heranzutragen, gut, jetzt der Skandal dieser Größe, aber trotzdem, ist ja ungleich schwerer als früher, weil du einen so fragmentierten Markt hast. Das heißt, nicht nur wegen der wirtschaftlichen oder wegen der Wirtschaftlichkeit von Recherchen musst du zusammenarbeiten, sondern um überhaupt Aufmerksamkeit zu schaffen. Weil wenn du alleine, keine Ahnung, als Fernsehsendung was publizierst oder als ein
einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, dann kriegt es ja keiner mit. Und sogar bei so großen Zusammenschlüssen wie NDR, WDR, SZ, da kannst du ja noch Aufmerksamkeit schaffen. Aber selbst da würde ich behaupten, wie viele Leute erreichst du denn noch? Und das ist das, was mir eher Sorge macht. Und dann im Hinblick darauf auch, wenn man gerade so, also ich teile all diese heroischen Worte zwischen Trennung von Verlag und Redaktion und Geschäftsinteressen und publizistischen Interessen. Nur wenn man sich, ich will jetzt auch nicht zu kulturpessimistisch klingen, aber wenn man sich so ein bisschen auch umguckt, wie jetzt im Netz versucht wird, Geld oder Aufmerksamkeit, also damit Klicks, damit Geld zu verdienen, dann folgt das nicht immer publizistischem oder journalistischem Interesse, sondern sehr stark einfach auch Kundeninteresse. Also es ist heute sehr stark kundenorientierter Journalismus, sprich die schnelle, fiese Schlagzeile oder die serviceorientierte Schlagzeile. Und da weiß ich nicht, ob man sich nicht als Journalismus so ein bisschen überflüssig macht auf Dauer. Also hier doch auch ein Einfluss der Nutzerraten quasi, an denen man ein Stück weit am Ende des Tages gemessen wird. Herr von Donani hat es vorhin schon erwähnt, wir haben Catherine Graham als unglaubliche Kämpferin in einer total von Männern dominierten Medienwelt, aber auch Politik damals erlebt. Er hat sie schon verglichen mit Catherine Graham. Frau Reschke, wie würden Sie denn sagen, wo stehen wir jetzt fast 50 Jahre nach dieser Situation? Es hat sich vieles getan. Aber was ist Ihre Wahrnehmung? Welche Rolle spielen Frauen aktuell in der Medienwelt? Man muss ja jetzt einmal der Gerechtigkeit halber auch sagen, dass schon auch der Chefredakteur der war, der als allererster sehr stark für die Pressefreiheit eingetreten ist, obwohl natürlich ihre Rolle auch echt groß war. Also ich würde sagen, wir sind sicher weiter, als wir das zu diesem Zeitpunkt sind. Und so ist die Welt nicht mehr, aber ich würde nicht behaupten, dass wir schon da sind, wir, meine ich jetzt mal, die Frauen, wo wir sein könnten. Und gerade in diesem Bereich harte, investigative Geschichten, wenn es um große Geschichten geht, ist es schon immer noch sehr männerdominiert. Ich bin in vielen Jurys, oder Jury, wie ist eigentlich der Plural? Jury, von auch Printprodukten. Und da stelle ich doch immer wieder fest, wenn man jetzt irgendwie große investigative Geschichten auszeichnet, kommen da halt einfach mal so Teams von 10, 11 Männern auf die Bühne. Und da merke ich dann immer, also wenn die dann einen Preis kriegen, dann merke ich immer, okay, das ist noch nicht selbstverständlich. Also wenn man jetzt mal in diesen Investigativbereich denkt. In den Führungspositionen hat sich was getan. Also ich glaube, da gibt es schon ein klares Bekenntnis zu, dass man das ändern will, aber es ist halt langsam. Und die Frage ist natürlich immer die, oder der Hintergrund der Geschichte ist ja immer der, wenn Männer, damit fing ja das auch an bei ihr, diesen Strang hat die Geschichte ja verloren, die immer sagte, okay, wir verlieren die Frauen. Wenn natürlich Männer die Geschichten dominieren, ist die Frage, das ist eine alte Diskussion, können Männer nur für Männer schreiben und Frauen nur für Frauen? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber trotzdem ist der Blick, das merkt man ja schon auch in der Redaktion, wenn du ein gemischtes Team hast, und damit meine ich sogar nicht nur Männer und Frauen, sondern insgesamt, divers für eine Gesellschaft, die auch sehr divers ist, besser. Wo würden Sie dann sagen, mangelt es? Also woran hapert es? Warum beispielsweise im Bereich investigative Recherche gibt es so wenig Frauen? Auch das ist jetzt ein großes Thema, ne? Das ist ja insgesamt, weil natürlich, da gibt es ja auch tausend Forschungen zu, ich glaube einfach, der alte Satz, Gleiches zieht Gleiches nach sich, wen förderst du, wen nimmst du leichter, abgesehen von irgendwelchen Erziehungsgaps und irgendwelchen Schwangerschafts- und Teilzeitproblematiken, die wir jetzt auch noch einbauen können. Und ich glaube, gerade in diesem harten Investigativbereich, also sprich diese Geschichte hier, er ruft den an und sagt, hey komm, wir haben noch früher zusammen gearbeitet und der Dan und, wie hieß der andere, Dan und Ben, ja. Genau, Dan und Ben, so auf so einer, wie soll ich sagen, leicht kumpeligen Ebene. Man darf nicht vergessen, dass investigativer Journalismus auch viel mit Geben und Nehmen zu tun hat. Also du kriegst auch Papiere ja nur dann, wenn du dir Kontakte aufgebaut hast, wenn du dich also kennst, wenn du, keine Ahnung, vielleicht auch ein paar Mal zusammen unterwegs warst. Also es ist so eine Mischung zwischen Nähe und Distanz. Und dadurch, dass ja viele Machtpositionen auch von Männern besetzt sind, ist es, glaube ich, für Männer leichter immer noch an diesen Stellen. Mhm. Frau Fegebank, Sie sind als Senatorin auch für das Thema Gleichstellung zuständig. Kann die Politik da fördern?
Ja, also es gibt natürlich Mittel und Wege. Geheimdokumente und Frauen. Ja, genau. Die Stichworte sind alle genannt worden. Ich glaube, das ist dann wirklich immer eine Frage der Kultur und der Haltung am Ende. Natürlich könnte man jetzt sagen, warum übernimmt die gesamte Medienlandschaft nicht die Quote, die wir beispielsweise für den öffentlichen Bereich und öffentliche Unternehmen eingeführt haben vor einigen Jahren in Hamburg. Sehr erfolgreich. Wir sind inzwischen bei jeweils 40% Geschlechterquote, also 40% Männer oder Frauen in den Geschäftsführungen, Vorständen unserer öffentlichen Unternehmen oder der Beteiligungen. Das wäre nun vielleicht ein bisschen einfach, auch vor dem Hintergrund dessen, was Frau Reschke gerade ausgeführt hat, wie man in diesem Beruf auch wächst oder Querbezüge herstellt. Ich glaube, die entscheidenden Stichworte sind genannt worden. Zum einen Führung und Vorbilder. Wer wird wie gefördert? Und da nehme ich jetzt erstmal an, wobei das auch in der Politik manchmal in Frage zu stellen ist, dass wenn eine Frau oben sitzt, dass sie sagt, ich fördere jetzt auch mal die 2, 3 Frauen, die mir auf dem Weg in meiner Karriere begegnet sind, und die ziehe ich jetzt mal mit. Und es geht immer auch ein bisschen darum, diese Old Boys Networks natürlich zu durchbrechen, die wir immer noch haben, überall haben, in jeder Branche und in jedem Bereich. Und wir haben jetzt an diesem einen wunderbaren Beispiel, natürlich Hollywood-Beispiel, auch im Film gesehen, wie es gehen kann und wie man sich in einer durch und durch Männer durchsetzten Welt auch behaupten kann, mit einem ganz eigenen, einem ganz charmanten Vorgehen und vor allem ganz viel Mut. Und ich glaube, das ist etwas, was man vielen Frauen, auch Frauen, die am Anfang ihres Karrierewegs stehen, mitgeben kann. Einfach mal mutig sein und auch einen Weg gehen, der vielleicht nicht der ganz bequemste ist, vielleicht auch mal fallen und dann wieder aufzustehen. Also Scheitern gehört auf solchen Wegen auch immer mit dazu, und das ist aus meiner Erfahrung heraus etwas, womit sich Frauen nicht so leicht tun. Also Männer scheitern natürlich auch nicht gern, aber die buchen das dann irgendwie ab unter Erfahrungskonto und was kostet die Welt und ich gehe weiter. Und Frauen wägen, das ist zumindest meine Erfahrung, die ich im politischen Raum mache, sehr viel länger ab und fragen sich, traue ich mir das zu? Kann ich das zeitlich leisten? Kann ich das von meinen Fähigkeiten her leisten? Während Männer die Ersten sind, die sich immer sofort melden, wenn es um irgendwelche Ämter und Posten geht. Ich will nicht sagen, Frauen, schneidet euch davon eine Scheibe ab, sondern geht da euren eigenen Weg. Das heißt also, es ist wirklich eine Haltungsfrage, eine Frage der Kultur in den jeweiligen Bereichen und Branchen. Und da können die Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen und aus den Medien heraus berichten, sicherlich noch den einen oder anderen Tipp oder Trick auch mitgeben. Wenn ich aus einer politischen Sicht argumentiere, aus einer ordnungspolitischen Sicht, würde ich immer sagen, dass die Quote an bestimmten Stellen durchaus auch ihre Wirkung zeigt. Auch wenn es immer wieder und immer noch umstritten ist und ich mich also fast jede Woche auf irgendwelchen Podien mit diversen Leuten darüber streite. Ich sehe einfach, dass sie dort, wo sie konsequent eingesetzt wird, da, wo sie auf einer gesetzlichen Grundlage ist oder ein Agreement ist. Ich komme aus einer Partei, die gesagt hat, die Hälfte der Macht den Frauen, und das ist etwas, was wir seit vielen, vielen Jahren erfolgreich praktizieren, und warum sollte das nicht für andere Bereiche auch gelten? Prima, vielen Dank. Tatsächlich über die Frauenquote könnten wir wahrscheinlich ein eigenes Podiumsgespräch auch nochmal führen. Wir haben uns jetzt so langsam warm diskutiert, aber jetzt sind auch Sie dran, liebes Publikum. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, dann laden wir Sie ganz herzlich dazu ein, jetzt auch mitzuwirken. Wir teilen eines der Mikrofone hier vom Podium. Melden Sie sich gerne. Eine Bitte hätte ich, wenn Sie Fragen haben, nennen Sie ganz kurz Ihren Namen, stellen Sie Ihre Frage und vielleicht, wenn Sie können, sagen Sie auch dazu, an wen sich Ihre Frage richtet, dann ist das ein bisschen leichter, das hier auf dem Podium zu verteilen. Also gibt es Fragen bei Ihnen im Publikum, sonst diskutieren wir hier munter weiter. Ganz hinten sehe ich eine Frage, dann beginnen wir mal dort. Zu solchen Enthüllungen gehören ja immer zwei Personen, nämlich einmal der Journalist, der darüber berichtet, und einmal der Informant. In der heutigen Zeit mit Dokumentenmanagementsystemen und E-Log-Files kann man ziemlich genau nachvollziehen, wer wann welches Dokument abgerufen hat und wie, wer die Quelle ist. Ist das eine große Gefahr für Journalisten? Wie beurteilen Sie das? Vielen Dank für die Frage. Ich würde die mal weitergeben an Herrn von Donani und an Frau Reschke. Ich
würde nie ein Dokument, ein wichtiges Dokument, digital erstens behalten und zweitens weiterschicken. Also was wir damals festgestellt haben bei den Cicero-Papieren zu Al-Sarkawi, es gibt etwas, das nennen die Geheimdienste die Canary Trap. Und die Canary Trap ist ganz einfach. Ich habe 5, 6 minimal unterschiedliche Kopien vom gleichen Dokument. Und wenn es rauskommt, dann weiß ich hinterher, wer oder welcher Kreis es weitergegeben hat. Was wir nicht wussten damals, wir hatten das Original. Besser geht's eigentlich gar nicht. Es war nicht nachzuvollziehen, welche Quelle das war. Aber ich würde um alles in der Welt in einem offenen System solche Papiere nicht mehr machen. Was die Süddeutsche Zeitung macht und was der NDR macht, die haben dafür geschlossene Abteilungen. Die haben ein Rechnersystem, das mit der Außenwelt gar nicht mehr verbunden ist. Das ist in Ordnung. Aber es ist sehr teuer, es ist sehr mühsam, es ist zeitaufwendig. Und insofern sollte man sich, wenn man investigativ arbeiten will, von vornherein darüber im Klaren sein, dass es mühsamer ist, als wenn man andere Geschichten schreibt. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Ich weiß jetzt nicht, ob Ihre Frage darauf zielte, wie wir Journalisten mit den Papieren umgehen, sondern oder eher auf den sozusagen wie den Whistleblower, der das ja auch, klar, das ist natürlich gefährlich. Andererseits darf man jetzt auch nicht vergessen, das ja nicht in allen Bereichen so. Also ich meine, das, was wir jetzt hier gesehen haben, dass ein Mann Papiere aus dem Pentagon kopiert, passiert ja nun auch nicht alle naslang. Der normale Whistleblower, mit dem man sonst so zu tun hat, das darf man ja nicht vergessen, ist jetzt nicht immer der heroische Held, der die Nation retten möchte, sondern ganz oft, was spielt denn da eine Rolle? Warum will man denn der Presse was geben? Rache. Rache, Neid, jemand anders hat einen Job gekriegt, Geltungsbedürfnis. Also man hat es auch oft mit eher, sagen wir mal, ein bisschen zwielichtigen Figuren zu tun, die ein ganz eigenes Motiv haben und nicht immer mit den heroischen, pathetischen, nationenrettenden Menschen. Von daher, ich glaube ja, natürlich werden sämtliche Verfassungsschutz und Geheimdienste versuchen, ihre Löcher zu stopfen und sicher zu machen. Aber mal ganz ehrlich, so ohne war es ja nun auch nicht, jedes Papier da einzeln rauszutragen und zu kopieren, finde ich jetzt auch, also der ist vielleicht schwieriger zu finden, aber es war jetzt auch ein relativ großer Aufwand. Das heißt, ich glaube, wenn so ein starkes Bedürfnis da ist, wird es sich wahrscheinlich seinen Weg bahnen. Hoffentlich. Wunderbar, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, hier sehe ich in der vierten Reihe eine Frage. Anja, Janik Hofmann. Ich habe eine Frage, und zwar, was die Verantwortung der Presse an sich irgendwie betrifft. Also wenn ich mir sagen kann, wir sprechen ja viel davon, wie frei die Presse sein sollte und was sie das können darf und so weiter und so fort, aber es gibt ja auch Negativbeispiele, also wenn wir jetzt gerade an Dieter Wedel denken oder andere prominente Politiker auch, also wenn irgendwie Negativschlagzeilen gemacht werden, dann sehen wir ja auch, dass diese Menschen einfach schnell vorverurteilt werden und die sind einfach raus, also Karrieren wären beendet, sozial wie beruflich. Und da wäre meine Frage, also einmal an den Journalismus gerichtet, aber auch an Sie, Herr Scholz, also aus rechtswissenschaftlicher Sicht sollte man da eher auf die Eigenverantwortlichkeit der Presse sozusagen vertrauen und sagen, die Presse muss sich da irgendwie selber regulieren und die beruflichen Grenzen müssen eingehalten werden, oder sollte man vielleicht doch irgendwie das mit Gesetzen regeln? Vielen Dank. Herr Schulz, wollen Sie mal loslegen? Ja, kann ich gerne machen. Also im Augenblick haben wir da im Prinzip ein Zwei-Ebenen-System. Das eine ist tatsächlich eine Selbstkontrolle. Da spielt bei Printmedien der Presserat eine starke Rolle, wo es einen eigenen Kodex gibt. Aber es ist so, dass die allgemeinen Gesetze, die für jedermann gelten, was Beleidigung angeht, was unwahre Tatsachenbehauptungen angeht, dass das für die Presse auch gilt. Und es werden hier, also keine 500 Meter entfernt vor der Pressekammer des Landgerichtes Hamburg, täglich Fälle ausgefochten, wo es um diese Frage geht. War hier eigentlich das öffentliche Interesse an Berichterstattung so wichtig,
dass man hier dieses diese persönliche Information über eine Person herausgeben durfte? Oder ist hier die Meinungsfreiheit der Publizierenden so überwiegend, dass man diese sehr harte Kritik noch üben darf? Oder ist das, wie wir sagen, denn eine Schmähkritik, wo das umschlägt und man sagt, da setzt man sich nicht mehr ernsthaft mit einem Problem auseinander, sondern da geht es nur noch gegen die Person. Dann ist das etwas, was nicht zulässig ist, und zwar sowohl für uns alle, wenn wir hier auf der Straße jemanden ansprechen, als auch für die Presse. Also insofern gibt es da schon ein ziemlich austariertes System, und wenn Sie das verfolgen, dann merken Sie auch, dass die Gerichte, die über jeden Einzelfall hier entscheiden müssen, durchaus da auf Trends reagieren und man den Eindruck hat, dass das fast so eine Art hin und her ist, dass man den Eindruck hat, jetzt geht es aber zu weit, jetzt hat sich ein journalistisches Format herausgebildet, das so stark in die private Sphäre hineingeht, dass denn die Gerichte durch ihre Entscheidung signalisieren, dass hier das öffentliche Interesse nicht mehr überwiegt. Und also insofern ist das System, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass man da gesetzliche Änderungen braucht, sondern ich habe da sehr großes Vertrauen in die Gerichte, die überall in der Republik wirklich jeden Einzelfall daran messen. Es ist extrem viel Fälle, die da passieren. Das betrifft fast jeden Verlag, der ein bisschen mutiger unterwegs ist, sehr häufig, auch den NDR natürlich oder andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Und immer wieder ist dieser Einzelfallausgleich zu führen. Und das ist wichtig. Und das Ganze, und an der obersten Spitze dieser Sache sitzt das Bundesverfassungsgericht, das im Zweifel immer sehr freundlich für die Presse- und die Meinungsäußerungsfreiheit geht, das Persönlichkeitsrecht auch sehr ernst nimmt, aber doch häufiger mal Entscheidungen gibt, häufiger mal aus Bayern, die dann eher restriktiv sind, und das Bundesverfassungsgericht dann sagt, im Moment hier muss die Meinungsfreiheit doch überwiegen. Also das Problem definitiv, also diese besondere Macht, die haben, glaube ich, Presseorgane immer noch, trotz der Diversifizierung der Kommunikation und dass wir viel aus dem Internet bekommen und so weiter. Aber dafür gibt es ein ziemlich fein austariertes System, das letztlich von der Verfassung gesteuert wird. Und das finde ich hier ganz gut sogar. Vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite aus einen Wunsch nach einer anderen Form der Regulierung, oder würden auch Sie sagen, das passt aktuell? Nein, das passt. Also wenn wir uns mal anschauen, was wir in diesem Land erlebt haben. Dann haben wir 1962 die Spiegel-Affäre, und das war in ungefähr das, was Mr. Nixon versucht hat mit der New York Times und der Washington Post. Und damals ist Herr Strauß und seine Leute, sie sind gescheitert. Und das war eine Zäsur. Und seitdem ist das, und Sie haben völlig recht, das Bundesverfassungsgericht immer daran gewesen zu sagen, wie können wir eine Waffengleichheit herstellen. Das Recht auf Information und unser Recht zu fragen und nachzuforschen und das Persönlichkeitsrecht. Und ich finde, es ist gut geworden bisher. Wir haben, wenn überhaupt sich Zeitungen in Gefahr gebracht haben und Zeitschriften, dann aus Gier und vielleicht auch Größenwahn, aber nicht, weil die Politik eingegriffen hat. Also ich denke jetzt mal an die Hitler-Tagebücher oder ich denke an Watergate Gate, wie das dann hier so schön hieß, wo die Presse sicherlich auch, gerade in dem Watergate Gate, nicht im Spiegel, aber damals über die Stränge geschlagen hat. Das Foto vom toten Barschel in der Badewanne war sicherlich kein Glanzstück in der Form. Aber es hat nicht eine Form von Berichterstattung gegeben auf lange Zeit, und da bin ich nochmal bei Anja, wo die Politik versucht hätte, Dinge aufzuhalten, ganz bewusst, auf jeden Fall seit vielen Jahren so nicht mehr. Und ich glaube, unser Verfassungsgericht hat die Medienfreiheit und die Pressefreiheit bisher ziemlich geschützt. Ich würde dem allen nicht widersprechen, nur vielleicht ergänzen, um Ihnen, die Sie das gerade gefragt haben, vielleicht den Eindruck, den Sie haben, dass die Presse oder die Medien, das ist immer so ein bisschen blöd, aber manchmal auch übers Ziel hinausschießen, dafür gibt es natürlich schon Beispiele. Also jetzt bei Wedel würde ich Ihnen nicht folgen, bei Kachelmann zum Beispiel würde ich sagen, sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen. Und wo Medien und Journalisten, das sind dann Einzelne,
aber eben auch einzelne Blätter. Man kann es nicht auf alle gießen, weil es auch schon welche gab, die sich anders verhalten haben, aber weit über das hinausgegangen sind, was zulässig war, zum Beispiel. Ja, wenn du Kachelmann sagst, sag ich Wolf. Ja, das war das auch kein Ganzstück. Ja, auch. Überhaupt kein Ganzstück. Und nochmal vor allem, was wir dann auch nicht alle vereinzelt mit Frau Wolf gemacht haben. Ja? War alles andere als sagen wir mal, vornehm. Aber insgesamt funktioniert das System. Und ich würde Sie wirklich bitten, da nicht so diesen etwas seltsam schrägen Tönen zuzuhören, die dann immer insinuieren, was da so alles passiert. Das geht ja bis hin zur Idee, dass Frau Merkel oder jemand aus ihrem Amt morgens in der Redaktion anruft und sagt, was wir zu schreiben, zu drucken oder zu sagen haben. Es ist Nonsens. Ein sehr klares Wort zum Abschluss. Wir haben nur noch wenige Minuten. Sollte es noch eine Frage aus dem Publikum geben, nehmen wir die gerne. Sonst hätte ich noch eine im Petto, die ich auch gerne stelle. Aber ich sehe ganz hinten in der letzten Reihe noch eine Frage. Wenn wir das Mikrofon da einmal hintransportieren könnten, wäre das wunderbar. Meine Frage wäre, was passiert an den Rändern? Also da, wo jetzt zum Beispiel Whistleblower sind, das ist ja auch hier bei Daniel Ellsberg der Fall, wo praktisch noch kein Journalistenstatus gegeben ist, keine Verteidigungsmöglichkeit. Die ganzen Hacker, die in einzelnen Ländern, in Großbritannien gibt es gerade einen Fall, dann Sachen herausgraben und aber eben nicht den Schutz eines Mediums haben. Das wäre also jetzt sozusagen der nächste Schritt, das gilt eben auch in vielen Ländern, dass also Blogger oder eben Crowd-Reporter genau diesen Schutz nicht haben. Und ich glaube, da in diese Richtung müssen wir einfach noch mal ein bisschen weiter gucken. Ja? Vielen Dank für die Frage. Tatsächlich, der Journalismus verändert sich, damit müssen auch Schutzmechanismen anders aussehen. Herr Schulz, wie sieht's aus? Ja, also ich gebe Ihnen völlig recht. Ich kann hier auch nochmal meinen UNESCO-Hut aufsetzen und sagen, die UNESCO setzt sich dafür ein, dass Bloggerinnen und Blogger mit einbezogen werden, wenn sie in einer Weise arbeiten, die was mit öffentlicher Meinungsbildung zu tun haben und nicht nur jetzt ihr persönliches Leben schildern. Aber schon an diesen schwankenden Definitionen merkt man, das ist nicht einfach. Denn wenn sie Gesetze machen, die Abgrenzungen zulassen müssen und sagen, dieses Privileg, beispielsweise jetzt Quellen nicht nennen zu müssen oder von jetzt Durchsuchungen verschont zu sein, das müssen sie ja rechtlich irgendwie abgrenzen. Und das ist nicht einfach, daran arbeiten wir. Also auch diejenigen, die wissenschaftlich unterwegs sind in diesem Bereich. Und dieses Problem ist aber definitiv erkannt. Das betrifft zum einen Bloggerinnen und Blogger, das betrifft zum anderen aber auch Nichtregierungsorganisationen, die in bestimmten Bereichen eine ähnliche Funktion oder eine Vorfeldfunktion an Recherche und investigativen Aktivitäten entfalten, wie sie immer noch und früher aber ausschließlich im Bereich des Journalismus stattfanden. Also diese Transformation abzubilden, auch im Recht, auch im Schutz, das ist eine wichtige Aufgabe. Das ist erkannt, aber noch nicht voll umgesetzt. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Vielen Dank für diese Antwort. Tatsächlich sind wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Eine sehr interessante Diskussion. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, liebe Panelisten, liebe Diskutanten, für die schöne Diskussion, für die interessanten Einblicke auch in Ihre Berufe bedanken. Ich möchte mich aber auch bei Ihnen bedanken, liebes Publikum, zum einen fürs Kommen, aber dann auch für die interessanten Fragen, mit denen Sie diese Diskussion nochmal bereichert haben. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, es war ein toller Abend für die Presse- und Meinungsfreiheit. Wir hoffen, dass sie nicht nur in Deutschland einen so guten Stand hat, wie wir heute gehört haben, sondern auch weltweit sich weiterentwickelt. Ich wünsche Ihnen einen herzlich schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Genau. Wir haben doch schon.